Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu meinem 44. YouTube-Video. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich habe schon 44 YouTube-Videos. Wupp, wupp. Und wenn ihr denkt, ihr habt schon alles Verrückte dieser Welt gesehen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ihr wart noch nicht in meinem Kopf. Heute wird's verrückt, der Extraklasse im Quadrat. Ich habe ja schon ungefähr 3 Millionen Mal erwähnt, dass ich eine Kunstblockade habe bzw. hatte und wie ich dagegen ankämpfe. Unter anderem ist eins meiner absoluten Heilmittel, es an Art-Challenges teilzunehmen. Je bekloppter, desto besser. Je verrückter, desto mehr werden meine kreativen, zurückgebliebenen Synapsen wieder aktiviert. Aber bevor ich euch das Thema verrate, erkläre ich euch erstmal, was ich hier überhaupt mache. Und zwar muss ich meine Farben vorbereiten. Das, was ihr hier seht, ist Gouache. Und zwar von der Marke Himi, beziehungsweise hier von der Marke Artex. Soweit ich das gelesen habe, ist es genau das gleiche Produkt, nur dass Artex sich die Rechte erkauft hat, da seinen Namen drauf zu schreiben. Solltet ihr da andere Informationen haben, könnt ihr mich gerne aufklären. Ich finde das Thema nämlich ziemlich interessant mit diesen Jelly Gouache. Tatsächlich habe ich sogar ein Video gedreht, wie ich dieses Produkt auspacke, teste und ein Motiv zu der Ghibli-Welt gemalt habe. Aber natürlich lässt sich die Datei nicht mehr öffnen. Diese Farben nennen sich Jelly Gouache, weil sie diese gabbelige, jellige Konsistenz haben. Das Problem bei diesen oder das einzige Manko an diesen Farben ist, dass diese schnell austrocknen. Also für die Leute, die nicht wissen, was Gouache ist. Gouache ist eine Mischung aus Acryl und Aquarell. Es hat, du kannst sie einerseits so verwenden wie Acryl und sehr blickdicht auftragen. Andererseits lassen sie sich aber im Unterschied zu Acryl wieder mit Wasser reaktivieren wie Aquarell. Und wenn du sie dünn aufträgst, kannst du sie auch wie Aquarell benutzen. Ein kleines Manko dabei ist es, dass diese Farben immer wieder mit Wasser befeuchtet werden müssen und umgerührt werden, um sie wieder zu reaktivieren. Ich habe mir jetzt ein Stückchen Transferpapier geschnappt, um mein Motiv auf das Blatt zu übertragen. Und hier seht ihr es. Das Thema der Challenge ist es, ein Gemüse zu humanisieren, das bedeutet zu vermenschlichen. Und ich habe mich für eine böse Avocado entschieden. Eine Avocado ist wohl das pissigste Gemüse, was es gibt. Die sind immer grün, 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 matschig. Und dazu habe ich mir folgende Geschichte überlegt. Zwar die Avocados dieser Welt. Also hier sieht man, ich habe gemalt, gemalt, gemalt. Es hat sich nichts übertragen, weil ich so schlau war, die falsche Seite zu benutzen. Also habe ich das Ganze nochmal gemacht. Und zwar muss die dunkle Seite immer nach unten. Immer nach unten muss die dunkle Seite. Macht nicht die. Ich mache das jedes Mal. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Beim zweiten Mal hat es jetzt, wie ihr seht, auch dann geklappt. Transferfolie hat viele Vorteile, aber ein großer Nachteil ist, dass du das Motiv nicht mehr wegbekommst, nicht mehr wegradiert bekommst. Es ist bombenfest, also es muss zu 100% stimmen. Und hier seht ihr Peachy, die kleine Dreckschleuder. Das ist mein kleiner Handstaubsauger. Ich liebe den. Ich werde natürlich wie gehabt alle Materialien und alles Wichtige, alle Informationen zum Video unten verlinken. Auch die Dame, von der ich, für die ich die Art Challenge mache, das ist eine russische Künstler-YouTuberin. Auch deren Kanal werde ich unten verlinken. Zurück zum Thema und zu der Geschichte hinter diesem Bild. Die Idee zu dem Bild ist es, dass die Avocados dieser Welt sich gegen die Menschheit verschworen haben. Über viele Jahre haben die Avocados dieser Welt versucht, sich dagegen anzulehnen, gefressen zu werden, indem sie braun wurden und wählten damit so den Freitod. Die anderen, die weniger Mut hatten, nahm ein qualvolles Ende, zerschnitten und zermatscht an einer Toastscheibe. Und das würde auch für immer so weitergehen,
wenn nicht unsere Avocado ins Spiel kommen würde. Etwas Unaussprechliches geschah, viele chemische Reaktionen und bumm, zack, unsere Avocado hat angefangen, sich zu vermenschlichen. Unsere Avocado hat nur eine Mission und das ist Rache. Rache an der gesamten Menschheit. Ja, ja, ich hab doch gesagt, es wird verrückt. Ich lag 2 Tage lang wach, um mir die Geschichte zu überlegen. Weiß nicht, ob das eher was Positives oder was Negatives ist. Auf jeden Fall fiel mir aber nicht ein, und nichts dazu ein, auf welche Art und Weise die Avocado sich verwandelt hat. Oder was dazu geführt hat. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Ich habe keine Ahnung, wie das da Frankensteinsmäßig chemisch funktioniert. Welche Reaktionen müssen da aufeinander stoßen? Vielleicht habt ihr da ja eine Idee. Ein bisschen, da fehlt das ein bisschen an Inhalt. Wie genau ist diese Avocado so geworden, wie sie ist? Aufgrund von Hormonen, aufgrund von Strom. Was hat dazu geführt, dass sie auf einmal aus ihrem Kerngehäuse gekrochen kam? Also ich meine den Hintergrund zum chemischen Prozess. Der Wille war ja, die Menschheit zu töten. Soweit sind wir ja schon. Keine Ahnung, ob da nicht die meisten mit dem Kopf schütteln werden und sich denken werden, die Tante braucht mal neue Tabletten. Aber das ist tatsächlich mein Weg, um aus Kunstblockaden rauszukommen. Also ich muss in dieses Absurde gehen. Ich muss an Herausforderungen teilnehmen weiß nicht, mich meiner komischen Fantasie stellen, die und Ecken im Gehirn kitzeln, die sonst nicht gekitzelt werden. Wie geht's euch in solchen Situationen, also an die Leute, die malen? Was macht ihr bei Kunstblockaden? Habt ihr schon mal komplett absurde Dinge gemalt? Und wenn ja, welche? Und macht euch das Spaß? Also mir macht das unglaublich Spaß. Mir macht es Spaß, Geschichten zu erfinden. Mir macht es Spaß, solche Wesen und Monster zu erschaffen. Und mich selber zu gruseln. Mich selber zu ekeln. Wie sieht's bei euch aus? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, da bin ich mega gespannt. Abgesehen davon hilft es mir, nach längerer Malpause mit Illustrationen anzufangen. Also nicht mit diesen typischen Gemälden halt, sondern tatsächlich mit Illustrationen. Weil ich da einfach in einer Illustration kann ich eine Geschichte erzählen. Und das ist das, was mich inspiriert. Plus, das macht man meistens wie ich hier auf einem A4-Blatt. Es geht schnell, das Entwerfen geht schnell, das Skizzieren geht schnell. Ich habe jetzt angefangen, immer digital zu skizzieren, weil das einfach viel schneller geht halt, ne? Und die Schnelligkeit, ein Bild zu erstellen, auch das ist ein Teil, was mich aus der Kunstblockade rauszieht, einfach schnell Kunst zu produzieren, schnell Ergebnisse zu erzielen. Wenn man wochenlang an einem Bild arbeitet, hat das auch was, aber bei Kunstblockaden oder nach Kunstblockaden will ich schnell Ergebnisse sehen. Parallel arbeite ich an einem größeren Projekt, schon über Wochen und Monate. Da hat es nichts mit Monstern, nichts mit Blut, nichts mit Ekel zu tun, sondern das ist dann ein typisches, großes Leinwandbild. Aber dennoch in meinem Stil viel Fantasy, viele dunkle, knallige, strahlende Farben. Das wird ihr auch hier demnächst sehen. Dazu wird es ein Speedpaint geben und ich werde wieder irgendwas drauf labern. Ich bin offen für alle Ideen und allgemein, was euch interessiert. Interessieren euch die Materialien, also hier Acryl oder die Technik oder man könnte auch in die Fantasy-Richtung gehen, indem man
verschiedene Mythologien aufdeckt und darüber erzählt. Also ich will einfach, wenn ich Speedpaints mache, dann will ich dazu auch was, irgendwas erzählen halt, ne? Weil einfach nur zuzugucken, wie jemand malt, reicht nicht. Reicht einfach auf YouTube nicht. Reicht auch mir nicht. Ich gucke mir gerne Videos an, wo über bestimmte Themen diskutiert wird. Also teilt gerne eure Ideen mit mir. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank an die Leute, die sich das Video bis zum Schluss angeguckt haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Lasst euch die nächste Avocado schmecken.